Seitliche Einklapper in Bodennähe erfordern besonders schnelle Reaktionen des Piloten. In den Basic-Videos findest du die Standardreaktion auf seitliche Einklapper. Mit Blick in Flugrichtung und angepassten Steuerleinenzug kontrollierst du den Gleitschirm. Schaue dir dazu nochmal das Video Seitliche Einklapper auf der DHV YouTube-Seite an. Besonders in Bodennähe gilt bei Klappern Vornicken verhindern, Richtung stabilisieren und den Schirm zügig öffnen. Einklapper durch Turbulenzen spürst du bei einem aktiven Flugstil meist schon kurz bevor sie entstehen. Häufig erfährst du ein leichtes Steigen mit einem plötzlichen, ruckartigen Vornicken. Auch ein einseitiges Entlasten, spürbar über Gurtzeug und Steuerleine, sind Anzeichen. Aufgrund der schnellen Anstellwinkelveränderung kommt es wie hier zum Einklapper. Jetzt noch einmal Schritt für Schritt. Fluglage kontrollieren. Halte deinen Blick in Flugrichtung. Ziehe die Steuerleine auf der offenen Seite. Das verhindert das Vornicken und Wegdrehen. Lehne gleichzeitig deinen linken Arm an den Tragegurt. Das verhindert ein zu extremes Abkippen des Oberkörpers. Somit behältst du den Überblick. Deine Hüfte hingegen darf auf die eingeklappte Seite kippen. Das unterstützt eine sanfte Öffnung der eingeklappten Seite. Klappt der Schirm, verlierst du auf dieser Seite schlagartig den Steuerdruck. Führe die Steuerleine zügig nach und suche dir wieder deinen gewohnten Steuerdruck. Klappgröße wird begrenzt, Öffnung beschleunigt. Wichtig: Öffnet der Schirm, führe die tiefgezogene Steuerleine schnell zurück zum Leinenschloss. Weitere Nick- und Rollbewegungen solltest du natürlich über Gurtzeugsteuerung und Steuerleineneinsatz kontrollieren. Auch ein kurzer Kontrollblick zur Kappe schadet nie. In der Praxis kannst du dann die Richtungsstabilisierung und die Klapperöffnung gleichzeitig durchführen. Diese zeitgleichen Aktionen trainierst du am einfachsten mit Ground Handling. Die Klapperreaktionen lernst du im DHV-Sicherheitstraining.